Die Sache ist, wo muss ich jetzt hin? Das haben wir jetzt ja komplett abgeschlossen. Genau. Ah, neue Quest. Da können wir gleich auch mal gucken. Wie viele Bälle hat sie mir jetzt gegeben? 5. Okay. Dann... Da. Wir sollen immer noch zur Universität. Ja. Und wir müssen nach Romanti Village als nächstes. Und Sidequest haben wir keiner. Okay. Wo ist Romanti Village? Wahrscheinlich da, wo die Bagger waren, könnte ich mir vorstellen. Aber ich habe doch auch eine Town Map. Da. Wir sind jetzt hier. Weiter nach Norden. Also klar, hier ist die Farm. Beziehungsweise hier waren die Wälder. Hier ist unsere Heimatstadt. Hier sind wir jetzt. Da ist die Farm. Und klar, weiter können wir nicht, weil wir keinen Surfer haben. Das heißt, wir haben eigentlich sowieso keine andere Möglichkeit als über Route 2. Zusammen mit dem Wald hier. Und ich weiß nicht, ob man da auch hinkommt zu den Gärten. Erstmal nach Sonata Town zu reisen. Hätte gedacht, hier kommt vielleicht demnächst hin, also direkt die nächste Stadt, wo wir hin müssen. Aber nee, scheinbar nicht. Wir haben noch eine Stadt zwischen. Dann über Route 3. Aber wo ist denn? Ach, da unten müssen wir quasi hin. Das ist quasi unsere finale Quest. Ah, okay. Dann nehme ich aber an, dass wir diese Quest, die wir jetzt bekommen haben, im Rahmen dieser ersten Beta auch gar nicht abschließen können, weil bis da unten kommen wir gar nicht. Aber das wäre so unser finales Ziel, nach Romanti Village, um dann eben von dort aus zur Uni zu gehen. Und wie gesagt, ich meine, die Beta geht bis hier ungefähr. Irgendwo da. Heißt, wenn wir heute noch ein bisschen machen, wahrscheinlich dann noch einen Stream. Also wenn wir heute zum Beispiel hier die Route 2 noch ein bisschen erkunden. Wie gesagt, ich weiß natürlich nicht, inwiefern wir hier in die Wälder und in den Garten kommen. Und dann da quasi aufhören für heute. Und im nächsten Stream dann quasi Sonata Town machen. Route 3, die ja ein bisschen länger zu sein scheint. Und dann eben bis hierhin. Dann, joa, haben wir, glaube ich, 2 Streams ganz gut gefüllt. Und dann ist die Beta leider auch schon vorbei. Mach sie nix. Aber schön war's trotzdem. Ich weiß nicht, ob das Spiel überhaupt Arenen hat, ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Hi, Mama? Du hast aufgeholt. So, du hast Fukano gewählt. Ich war schon bei dir zwischenzeitlich, aber okay. So, du hast was für mich. Okay. Ein Pokestrap. Aha. Ist jetzt immer da unten eingeblendet? Hat einige Apps und Funktionen. Okay. Hat sie mir extra gekauft. Hm, erst zur Uni. Mhm. Alles klar. Eine sehr lange Reise. Und sie tut sich ein bisschen schwer. Oh. Ist ja auch normal, dass Eltern ihre Kinder vermissen. Aber sie wird immer zu Hause sein, wenn ich sie brauche. Okay, mit Tab kann ich da durch. Moment, ich muss das Tutorial jetzt nochmal ganz kurz dazu angucken, weil das immer ein bisschen schnell weg ist. Running Shoes. Da. So. Mit Tab kann ich es quasi ausblenden. Und mit F und V kann ich damit interagieren. Okay. Ja gut, aber es ist natürlich schon ganz cool, dass es da unten ist, dass man die Uhrzeit hat und quasi Pokémon. Aber ob ich das unbedingt brauche, ist die andere Sache. So, okay. Mit F und V. Das ist mein Schrittzähler. Das ist mein Schrittzähler. Das ist wahrscheinlich der normale Zähler. Ah, da, okay. Okay. Wie kann ich denn damit interagieren? Mit V. Ich kann das Pokémon an der Spitze einfach wechseln. Ich kann mit Knopfdruck das Pokémon an der Spitze ändern. Okay. Too high-tech for me. Alles klar. Da ist mein Schrittzähler, den kann ich so resetten.
Da ist mein normaler Zähler. Den habe ich übrigens noch nie verstanden. Das ist doch einfach irgendwie so... Why? Aber okay. Was ist das hier? Das blicke ich nicht. Ist das dann für die anderen auch so? Ah, okay. Ist es für die anderen dann auch so? Damit ändere ich einfach die Farbe. Ah. Okay. Was ist das hier? ASD? Nee. Ich habe jetzt mal auf A gedrückt, ob irgendwas passiert. Wofür ist das da? Sind das die wichtigen Knöpfe quasi, die angezeigt werden? Oder ein Shortcut oder so? Okay. Das ist halt schon praktisch. Die Sache ist, wenn ich das Ding jetzt ausblende, dann funktioniert es auch so nicht mehr. Ja, da kann ich meine Basis-Item hinlegen. Okay. Joa. Dann haben wir das. Die Frage ist nur, gibt es eigentlich auch Sidequests in dem Spiel, die quasi erst aufploppen, wenn ich dann nochmal zurückgehe? Also ich rede ja wirklich immer mit jedem, wenn ich das erste Mal irgendwo hinkomme. Aber gibt es auch wirklich Sidequests, die dann auch erst erscheinen, wenn ich wieder zurückgehe? Oder kann ich die wirklich immer alle auf Anhieb annehmen? Weil ich möchte ja nicht unbedingt irgendwas verpassen. Es wäre sonst ein bisschen blöd, wenn du halt jedes Mal wieder backtracken müsstest, ne? Aber gut, wir können zumindest auf die Route nochmal kurz gucken, würde ich vorschlagen. Die nicht hier ist, dann weiter oben. Wo war denn der Bagger? Hier, glaube ich. Und auch mal gucken, was es da für Pokémon noch so gibt. Ich finde es nur interessant. Wir haben bislang noch nichts von Arenen gehört. Nichts von der Pokémon-Liga, die auch auf der Karte nicht ist. Wir haben auch keine Rivalen oder so. Es ist halt echt so ein Classic-RPG mit Pokémon-Elementen. Das ist irgendwie super interessant. Abenteuerlich. Route 2. Und Gracie brüllt erstmal drauf los. Okay. Das ist echt ungewöhnliche Musik. So, da ist ein Trainer, habe ich gesehen. Da sind auch Trainer. Dann will ich erstmal gucken, was es hier so im hohen Gras gibt. Das ist natürlich immer das Spannendste, ne? Wie brüllt Wommel? Ach, guck mal. Latiri gibt's hier auch. Aber gut, bin ich jetzt auch nicht so scharf drauf. Aber why not? Das ist eine außergewöhnliche Wahl. Ich glaube, da können wir uns drauf einigen. Also ich mag Pandir. Ich finde es irgendwie sehr cute. Ich kann damit nur nicht viel anfangen als Teammitglied. Das ist so... Aber Pandir ist niedlich. Was gibt's denn noch so? Datiri und Pandir. Also teilweise echt sehr ausgefallene Pokémon, wo ich mir denke, okay, das habe ich jetzt nicht unbedingt erwartet. Das Pandir-Café, ja. Eigentlich bräuchten wir ja noch ein Pandir-Emote. Einfach so passend für unseren Discord-Server, für unser Pandir-Café. Das ist ja quasi unser, ja, unser Hauptkanal auf dem Discord-Server. Eigentlich bräuchten wir noch so ein Pandir-Emote. So ein Pandir, was, keine Ahnung. Was ist das für ein Hyperbeam? So ein Pandir, was irgendwie Kaffee süppelt oder so. Und Pika Frost, das auch. Problem ist einfach, meine ganzen Emote-Slots sind voll. Also ich meine, selbst wenn ich jetzt irgendwie sage, okay, ich blende ein Emote-Ziel ein, nach dem Motto noch so und so viele Subs oder so, das wird einfach super schwierig, weil das dann wieder Leute sind, die sagen, okay, ich verschenke ein paar Subs, dass wir dem näher kommen, aber sobald die quasi auslaufen, dann sinkt das Ziel wieder. Also das wäre dann immer so, wie soll ich es am besten sagen? Bei einem Donation Goal zum Beispiel, da nähert man sich ja zwangsläufig diesem Goal. Das geht ja nicht wieder zurück. Das Geld ist ja da. Aber bei einem Sub-Goal kann es halt immer mal wieder passieren, dass es quasi wieder runterfällt, weil geschenkte Subs auslaufen. Und das ist dann irgendwie ein bisschen deprimierend, wenn es nicht vorankommt oder das Ziel dann quasi wieder niedriger ist, als wir gestartet haben. Deswegen, weiß nicht,
bin ich immer so, ich weiß nicht, ob ich das einblenden möchte. Aber wir sind, wie gesagt, noch sehr weit davon entfernt. Deswegen, ich glaube, wir müssen ohne Eclair Zip und Pika Frost erstmal klarkommen. So, du möchtest kämpfen, denke ich. Ja, sieht so aus. Bei Jan hat es am Ende aber auch funktioniert. Das stimmt, aber das war auch im... Evoli! Cute. Im Rahmen der Stream Week. Das ist natürlich auch wieder so ein bisschen special. Und ich sag mal, wenn ich so in den Chat gucke, die meisten von euch sind Subs. Ist jetzt nicht so, dass mir jetzt super viele Leute zugucken und voll wenige Subs sind. Also es sind halt schon viele von euch eigentlich, ne? Ach ja, ich wollte noch in den Pokédex gucken, fällt mir gerade ein. Ich wollte ja noch gucken, ob wir Pokédex-Einträge haben für unsere Teammitglieder. Aber interessant, dass man den Pokédex erst so spät bekommt. Normalerweise kriegt man den immer erst, wenn man halt auch schon... Also vorher kann man normalerweise nie Pokémon fangen. Dementsprechend ist es eigentlich ungewöhnlich, dass wir Pokémon fangen können, aber keine Einträge bekommen. Evoli wäre schon nice, weil es ja potenziell auch zu allem werden könnte in diesem Spiel. Ja, wir gucken, wo du es fangen kannst. Ja. Haben wir die schon mal platt gemacht. Der sieht irgendwie wichtig aus, gerade weil der da auch ein... Dings. Mini-Waschak will. Geronimax. Ja, Geronimax. Geronimax, glaube ich, mit am Lagerfeuer sitzen hat. Ich glaube, das könnte ein Special Character sein. Ah, wo ist denn mein Pokédex? Hier. Dann gucken wir doch mal, was da so steht. Rivale? Makoto? So, was haben wir denn da? Also Jan hat eine super gute Nase und vergisst keinen Geruch, egal was passiert. Und damit kann er die Emotionen von anderen auch wahrnehmen. Ach, guck mal. Da sind die Base-Stats und Resistenzen und Schwächen. Das ist ja auch praktisch. Die Eigruppe, die Schritte, die man zum Ausbrüten braucht, Geschlechterverteilung. Guck mal, sogar Eiangriffe, die man bekommen kann. Also gute Eiangriffe. Dann wahrscheinlich, wo man es bekommen würde. Und dann einmal quasi männlich-weiblich. Und wie es in Shiny aussehen würde. Ob die Shiny-Rate hier hochgeschraubt wurde? Nach dem Motto, wenn wir es schon im Pokédex einbauen. Dann haben wir Gracie. Gracie ist klein. Offensichtlich. So, also Jan hat eine gute Nase und kann Emotionen damit wahrnehmen. Und Gracie kann Auren wahrnehmen. Und kann dementsprechend feststellen, welche Blumen bald blühen werden. Ah ja, da sieht man auch, wo es Gracies gibt. Du wärst in Shiny auch hübsch gewesen. Dann... Jules. Jules hat ein tolles Radar. Also Jules Damenbart ist ein gutes Radar. Was? Es tut mir leid. Gibt's auch nur da tatsächlich. Ja, doch, man sieht's so ein bisschen. Ah, und da haben wir noch Kai. Du hast, die Aura ist mit dir. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Und damit kannst du quasi weitergeben, ob du Angst hast oder traurig bist oder so. Gab auch nur da, okay. Boah. So, und wo gab's jetzt Evolis? Da. Das würde mich ja mal interessieren. Da, wo ich jetzt gerade bin. Ich wüsste aber gar nicht, was ich für eine Evoli-Entwicklung nehmen wollen würde. Welche nimmst du nie? Nimm die. Welche nimmst du nie? Nimm die. Glaceola. Ganz bestimmt. Mhm. Ich
Weiß nicht, irgendwie jeder Evoli-Entwicklung schon mal dabei gehabt, weil ich die irgendwie alle mag. Es gibt keine uncoolen Evoli-Entwicklungen. Warum bin ich eigentlich fast tot? Ey, komm, du hast 16 von 26 KP. Das ist jetzt nicht halb tot. Ja gut, auch abgesehen von dem Evolution Run. Da habe ich sowieso alle dabei gehabt. Es ist halt immer super super schwer, sich da zu entscheiden, was man mitnehmen kann. Inu, danke schön, dass du Ven einen Sub geschenkt hast. Und Ven, viel Spaß mit deinen Emotes. Hi, Poo. Der Bobby. The Bobby No. Wie viel Schaden macht Gracie da so? Ja. Gracie ist leider nie wirklich effektiv gegen alles, was ich so habe. Aber sie macht trotzdem eigentlich ganz guten Schaden. Sie schwächt die tatsächlich immer schon ziemlich gut an. Jetzt kommt natürlich die Giftattacke. Natürlich. Why? Es reicht nicht. So. Das kriegen wir jetzt wohl noch platt mit Jules. So. Und Level 8. Oh, Biss gelernt. Sehr schön. Goldini. Okay. Ach komm, Kai. Du bist der Einzige, der noch fit ist. Warte, sind schon 3 Stunden vergangen? Die Sache ist, ich kann ja auch nicht mehr so lange streamen, weil ich heute ja tatsächlich mehr oder minder eine Deadline habe, weil ich weiß, dass jemand noch nach mir streamen möchte. Deswegen kann ich jetzt auch nicht sagen, ach, das macht so viel Spaß, ich streame heute länger. Das kann ich leider nicht tun. Ist kein Schnabel. 1959 streamen. So oder so ähnlich. So langsam macht das Ding mir Angst mit dem Schnabel. Hoffe aber, dass keine Wasserattacke kommt. Echt, heute streamt noch jemand? Ja, das ist Werbung. Aber ihr habt doch alle mit Sicherheit den Streamplan gelesen. Ja, Alessandro, genau der. Komme ich jetzt noch safe zum Pokémon Center? Ich hoffe. Also Jan ist bei mir sowieso im Autohaus drin. Von daher gesehen. Kevin, danke schön für 16 Monate Treue. Jules, wie geht's dir so? Jules is not amused. Habe ich da Beeren gegen? Da. Ich weiß gar nicht. Huch. Nein, Kai, du sollst die Beere nicht fressen. Ich weiß gar nicht, ob die hier bei einem KP bleiben. Aber okay. Ja, wenn Jan dann den Stream anschmeißt, seht ihr vor der Facecam einfach nur so ein Fukano sitzen. Ja, Fukano ist auch niedlich. Würde dann aber sagen, dass wir zumindest auch mal gucken, wer die geheimnisvolle Person da auf der Route ist. Dass wir das quasi heute noch gemacht haben und ich glaube, dann haben wir eigentlich einen ganz guten Abschluss. Dann haben wir viel gesehen und viel gemacht. Und ich werde sehr traurig sein, wenn die Beta vorbei ist. Aber ich wollte ja auch nur mal ein bisschen reingucken und das habe ich dann damit gemacht. Komm schon, Spiel. Das bisschen musst du jetzt noch hinkriegen. Da. Gut, dass das Speichern hier so schnell geht. Wie gesagt, der sieht so ein bisschen special aus, der Typ. So, hallo. Ein weiterer Reisender. Ich bin Perrin. Und das hier ist mein Partner, Rovlet. Du bist? Svenja.
Nun solltest du bei uns sitzen und dich entspannen. Wir können eine Pause machen und Abenteuergeschichten miteinander teilen. Und du wirst auf jeden Fall gewinnen, weil du wahrscheinlich die besseren Stories hast. Da ist auch noch ein Stuhl für dich. Das wird so viel Spaß machen. Ich höre nämlich nicht so viele gute Geschichten. Wann war das letzte Mal, dass wir eine gute Geschichte gehört haben? Oh, zu lange her. Na, es ist nicht so lange her gewesen. Okay. Wir sind hier alles Abenteurer. Wir tauschen jetzt Geschichten aus. Wie süß irgendwie, dass die jetzt alle einfach zusammen so ein bisschen quatschen. Oh. Das finde ich irgendwie total charmant. Ich glaube, ich erzähle ihm gerade meine Lebensgeschichte, weil ich meine, so viel ist ja nicht passiert. Und er bekommt Gänsehaut von meinen guten Geschichten. So, genau, zur Uni. Aber er findet das, glaube ich, ein bisschen langweilig. Oh, mein Papa ist da quasi Professor an der Uni. Gut zu wissen. Unglaublich. Aber du bist kein richtiger Abenteurer, du bist einfach nur eine Studentin. Und er will mir jetzt zeigen, was wahre Abenteurer so tun. Wobei der tatsächlich auch wie so ein Bücherwurm aussieht. Das ist aber ein eigenes Design. Das ist cool, das ist auch richtig selbst gezeichnet, das siehst du. Das sieht cool aus. Aber wie gesagt, er sieht auch aus, als könnte er einfach mit zur Uni gehen. Weil das ist quasi so ein bisschen sein Abenteurerbuch, was er da hat. Lavita, okay. Könnte also tatsächlich quasi in Anführungszeichen unser Rivale sein. Lavita war noch kein Unlicht-Pokémon, ne? Mal gucken, was wir da so machen können. Genug. Ein Crit auch schon wieder. Crazy crittet irgendwie nur. Eisenabwehr und Level 8. Und es ist weiblich. Aber wie gesagt, das Design ist voll episch. Oh ja, ein Trank. Ja gut. Er ist aus der Uni ausgebrochen. Er wirkt halt so ein bisschen wie so ein Geschichtenerzähler oder so, auch mit seinem Buch. Es reicht nicht. Tarnsteine. Es sah zwar eher aus, als hätte er sich selbst geschlagen, aber Tarnsteine, okay. Dann hat er natürlich auch noch sein Vögelchen. Da werde ich aber dann meinen Starter gegen schicken. Gut, ich bekomme natürlich den Tarnsteinschaden, aber kommst du auch nicht drum rum. Das ist vor allen Dingen auch ein unglaublich interessanter Starter irgendwie. Also Signature-Pokémon, Schrägstrich Starter von ihm. Ich meine, er wird dieses Ding sehr lange haben, weil es sich eben auch sehr spät entwickelt. Wie viel Schaden machst du? Viel? So eine Verbrennung würde ich jetzt gerne nehmen. Aber sobald er irgendwann dann mal ein Waschakwill hat, ja, das Ding macht super viel Damage. Was ist das eigentlich für eine Beere? Nehmen wir doch mal den normalen Trank erstmal für Jan. Kannst du auch was anderes machen als immer nur Tackle? Du machst mir... Na, das halte ich noch einmal aus. Das weiß ich nicht, ob ich das aushalte. Nein, das halte ich nicht aus. Ich hätte es vielleicht ausgehalten, wenn er mich nicht gecrittet hätte. Kam jetzt halt drauf an. Er hat die ganze Zeit Tackle gemacht. Den Tackle hätte ich auch nochmal ausgehalten. Den Furienschlag vielleicht auch, wenn er nicht gecrittet hätte. Das war ein bisschen ungünstig. Kannst du bitte aufhören, mir weh zu tun? Okay. Er hat mich gleich zweimal gecrittet. Ich hatte Hoffnung,
Aber gut, ich kann ihn jetzt sowieso besiegen, weil ich einen Ruckzuck-Hieb habe, aber eigentlich ging ich davon aus, weil Jules volle KP hat, dass ihr nichts passiert, weil viel KP. Konnte ja nicht riechen, dass der nochmal crittet. Und Kai bekommt alle Erfahrungspunkte dafür, dass er absolut nichts getan hat. Konter. Bin nicht so der Konter-Typ, aber könnte eventuell besser sein als irgendwas anderes, was ich habe. Nein, Jules, du ruhst dich nur aus. Was versuchst du da reinzuschicken? Das möchte mich umbringen. Davon bin ich überzeugt. Das ist, glaube ich, der erste Sprite, den ich gesehen habe, den ich fragwürdig finde. Hast du gerade Dragon Tail gemacht? Das wirst du zumindest nicht nochmal machen. Okay. Das war eine interessante Erfahrung. Okay. Dragon Tail. Ja, das war Anfängerglück. Mhm. Wir haben schon sehr viel stärkere Gegner besiegt. Ja. Sollten sich unsere Wege nochmal kreuzen, dann werde ich beim nächsten Mal in den Arsch treten. Verstanden? Mhm. Ich glaube, er ist ein bisschen salty. Ich gehe. Ich glaube, ich habe genug gesehen. Netter Typ. Also so fand ich ihn eigentlich ganz cool. Nur kein guter Verlierer. Aber gut, dass wir das auch noch irgendwie überlebt haben. Ich habe auch nichts dagegen, wenn solche wichtigen Kämpfe dann wirklich Competitive Moves haben oder Zucht-Moves. Siehe zum Beispiel den Toxic Orb auf dem Nebulak vorhin oder jetzt eben auch mit dem Dragon Tail, solange es halt immer noch fair gebalanced ist und die jetzt vom Level her nicht super hoch sind oder so. Oh, ich habe irgendwie... Wo habe ich jetzt Dauerrennen aktiviert? Ich weiß es nicht. Irgendwie habe ich Dauerrennen aktiviert. Moment. Habe ich es nochmal ausgemacht? Mit Z. Nö, mit Z geht es auch nicht mehr aus. Mit Shift? Mich so verguckt? Ah. Da habe ich mich gerade verguckt. So. Laufen ist zwar schön, also schnell laufen, aber ich mache es dann doch lieber, wenn ich möchte und nicht dauerhaft. Okay. Dann können wir hier, glaube ich, für heute Schluss machen. Also wie gesagt, ich kannte vorher halt echt nur Screenshots und die erste Minute vom Spiel, um überhaupt zu gucken, ob es läuft. Hab mir extra keine Trailer angeguckt oder Let's Plays oder so, weil ich einfach bei sowas immer sehr gerne mich selbst, ja Makoto, ich komm gleich, reinstürzen möchte und mir selbst meine Meinung bilden möchte. Deswegen bin ich dann schon ganz froh, dass ich da wirklich mehr oder minder komplett blind rangehen konnte. Also rein optisch ist das Spiel ein Traum. Da sind so viele kreative Sachen mit drin, beispielsweise auch, dass die Lichter angehen beim Tag-Nacht-Wechsel oder auch wie die Silos da oben, die da standen, die kleinen Wasserfälle, also da sind so viele schöne Details drin verarbeitet. Ich finde, man merkt halt wirklich, dass da richtig viel Zeit, Arbeit und Liebe drin steckt. Dann finde ich auch das ganze Interface echt cool, muss ich sagen. Also klar, gewöhnungsbedürftig, weil es einfach anders ist als in den klassischen Editionen. Man kann da aber auf jeden Fall gut hintersteigen. Kämpfe machen Spaß. Pokémon-Vielfalt ist auf jeden Fall jetzt schon vorhanden. Und wir haben halt auch dieses Quest-System, was ich voll cool finde. Also ich würde unterm Strich sagen, klar, es ist anders als die klassischen Editionen, aber immer noch so, dass es halt wirklich total viel Spaß macht. Man muss halt einfach mit den richtigen Erwartungen dran gehen und nicht sich denken, das ist nicht klassisch Pokémon, das ist doof. Also so zum Kritisieren habe ich eigentlich nichts, außer dass ich den Markt scheinbar geglitscht habe und ich nur einen Pokéball gleichzeitig kaufen kann. Ich sag mal, man merkt, dass es Performance-Probleme gibt. Man merkt, wenn das Spiel halt wirklich eine ganze Zeit lang läuft, dass es dann langsamer irgendwann läuft. Das auf jeden Fall und dass es hier und dort ruckelt. Also ich glaube, es ist schon was,
wo man in der Programmierung wahrscheinlich noch ein bisschen was optimieren müsste. Aber es ist eben auch die allererste Beta, ne? Und dass man dann natürlich noch nicht so weit spielen kann, plus noch ein paar Problemchen hat, das ist vollkommen normal. Dann können wir quasi beim nächsten Mal Route 3 machen. Dann auf jeden Fall die Stadt da erkunden und wie gesagt mal gucken, was sonst noch so auf uns zukommt. Es soll ja wie gesagt auch eigene Mega-Pokémon geben, aber ich glaube, die werden wir natürlich im Rahmen der ersten Beta nicht zu Gesicht bekommen. Plus, es soll ja auch besondere Pokémon geben. Deswegen mal gucken, ob wir da vielleicht zumindest mal eins von zu Gesicht bekommen. Das war ja ganz cool, quasi ähnlich wie die Delta-Form in Insurgents. Aber ich weiß nicht, ob es nicht vielleicht ein bisschen zu früh dafür schon ist. Nicht Mega-Pikachu, nein. Aber ja, ich bin, wie gesagt, sehr glücklich damit. Würde, glaube ich, auch gerne noch weiterspielen, beziehungsweise gerne mehr von dem Spiel machen. Aber gut, dann beim nächsten Mal quasi die zweite Hälfte von der Beta. Da haben wir, glaube ich, auch noch gut was zu entdecken. Und spricht ja auch nichts gegen, zwischendurch einfach mal in solche Sachen reinzugucken. Es macht ja offensichtlicherweise trotzdem sehr viel Spaß.